Der primäre Faktor, worauf Frauen durch Gedankenkontrolle konditioniert werden, es zu begehren, ist Sicherheit. Dies ist das, worauf sie von der herrschenden Klasse getrimmt werden, sobald sie geboren sind. Die nicht authentische Frau ist hauptsächlich durch das psychologische Verlangen nach Anhang und Sicherheit getrieben. Für die nicht authentische, konditionierte Frau ist, in Anführungsstrichen, Liebe nicht eine tiefe familiäre Verbindung mit einem anderen menschlichen Wesen. Geld und Regierung werden oft als Versicherung des Komforts, Wohlstands und Langzeitsicherheit angesehen. Um das klarzustellen, das ist eine Angstreaktion. Es ist eine Angsttaktik der Manipulation, welches auf mangelbasierte Gedankenkontrolle beruht. Das primäre Verlangen nach finanzieller Sicherheit als Ressource für Sicherheit, an der am häufigsten gestellten Frage durch Frauen erkennen, die sie einem Mann stellen, wenn man sich das erste Mal trifft, die da wäre: Was machst du beruflich? Ich selber habe nun in einem sozialen Experiment 107 Leute befragt. Die Frage exakt gleich beantwortet. Ich habe gefragt, was ist die erste Frage nach dem Kennenlernen, die eine Frau den Mann fragt, wenn man sich das erste Mal trifft? Von 107 menschlichen Wesen haben sofort die Antwort gegeben: Was machst du beruflich? Meine Damen und Herren, wenn ich morgen früh an einem wolkenlosen, sonnigen Tag 107 Leute nach der Farbe des Himmels frage, in einem Teil des Himmels, in dem man ohne geblendet zu werden sehen kann, würden nicht alle blau sagen. Es würden nicht alle 107 Leute die Antwort blau geben. Ich meine das ernst. Man kann in keiner Frage, egal zu welchem Thema, eine so perfekte Einstimmigkeit erreichen. Aber bei der kann man. Warum? Hat nichts mit Gedankenkontrolle zu tun. Macht euch keine Sorgen. Letztendlich ist das Verlangen nach Sicherheit das Verlangen nach einer Illusion. Es gibt keine Sicherheit, meine Damen und Herren. Gab es nie, gibt es nicht und wird es auch niemals geben. Ein Komet könnte auf dem Weg sein, der die Erde in ein paar Tagen trifft und wir alle wären weg. Es gibt nichts, was irgendjemand dagegen tun kann. Du denkst, du bist sicher? Auf einem physischen Planeten, der in einem Sonnensystem um einen Stern kreist? Es gibt hier keine Sicherheit. Ein Kataklysmus kann jeden Tag passieren. Fragt doch mal die Leute in Südostasien, wie sicher sie sich fühlen, wenn ein Erdbeben im Pazifik oder Indischen Ozean jederzeit passieren kann und einen massiven Tsunami auslösen kann. Es gibt keine Sicherheit auf diesem Planeten. Es gibt keine. Wenn du Sicherheit erwartest, für Sicherheit lebst, dich nach Sicherheit sehnst, stehst du schon unter Gedankenkontrolle. Denn dann lebst du schon in der Dynamik der Angst. Solange du in der physischen Realität lebst, gibt es Gefahren. Das muss verstanden und akzeptiert werden, denn man kann nicht dauerhaft in Angst leben. Die Suche nach Sicherheit in einem Mann mit Geld oder das Verlangen, einfach jemanden zu haben, der, in Anführungsstrichen, sich um einen kümmert, ist ein wesentlicher Teil der Ego-Befriedigung des, in Anführungsstrichen, satanischen Gedankenguts. Sehr wenige wollen dies einsehen und die Wahrheit diesbezüglich zugeben. Die meisten werden das der darwinistischen Theorie als biologische Reaktion beimessen, also dieses Verlangen nach Sicherheit mit einem Mann, der mit den fittesten Genen, also diese biologischen und sozialen darwinistischen Theorie-Argumente. Selbst wenn dieses Verhalten de facto eine tief verwurzelte soziale Konditionierung ist. Leider sehen sich die meisten Leute nach einer sicheren Sklaverei im Gegensatz zum Leben in einer gefährlichen Freiheit und die einhergehende persönliche Verantwortung. Ich bin nicht an Sicherheit interessiert, Leute. Ich will Freiheit und meine natürlichen Rechte als souveränes Wesen.
natural rights as a sovereign being. Die meisten Männer leben unglücklicherweise ebenfalls diesen manipulierten Glaubenssatz. Die Einsicht, dass der Tod hinter jede Ecke lauern könnte, ist eine Einsicht, die der authentische Mann und die authentische Frau jederzeit leben. Und sie akzeptieren das. Niemand weiß, wann seine Zeit gekommen ist. Man lebt sein Leben nicht, wenn man ständig daran denkt. Man lebt sein Leben, indem man sich darauf fokussiert, was man tut und darauf, dass man das Richtige tut. Man verbessert sich selber und man hilft anderen, sich zu verbessern. Lebt man so, lebt man authentisch.